Ja, hallo, liebe Taschenmesserfreunde und Steel-Nerds. Jetzt kommen wir zur Ziehung, jetzt hätte ich beinahe gesagt Ziehung der Lottozahlen, aber nein, natürlich nicht Ziehung der Lottozahlen, sondern Ziehung der drei Gewinner des Giveaways hier auf dem Kanal. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Maxi und ihr Team von der Knife Lounge in Hamburg-Altona, die diese Sachen, die wir heute hier ziehen können, gespendet haben und gesponsert haben. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Ein paar Vorbemerkungen muss ich machen, bevor es losgeht, aber an allererster Stelle möchte ich gerne meinen Special Guest heute und sozusagen unser Glücksfee, genau, vorstellen. Kind Nummer 1 ist mal wieder dabei. Das war ja schon mal ein Video und Kind Nummer 1 hat sich bereit erklärt, heute die Glücksfee zu spielen, sozusagen. Ja, lieben Dank dafür. Kein Problem, mache ich gerne. Okay, so ein paar Vorbemerkungen hatte ich eben schon angekündigt. Ich hatte so ein paar Regeln und Regularien vorgestellt. Leider ist es bei einigen wohl nicht so ganz durchgekommen, denn einige haben das nicht alles gemacht und wer das leider nicht befolgt hat in dem Sinne für die Teilnahme, der konnte auch nicht mit in die Lostrommel rein. Also ganz wichtig zum Beispiel war tatsächlich auch auf Instagram zu folgen und auch den Instagram-Handle, das Instagram-Account eben auch zu nennen, damit ich weiß, wie ich kommunizieren kann. Das wurde teilweise nicht gemacht. Teilweise wurde nur auf Instagram gefolgt, aber dann nicht unter dem Video kommentiert. Das hat auch seinen Grund gehabt, dass das notwendig war. Und teilweise wurde auch unter einem anderen Video kommentiert. Das habe ich dann im Endeffekt aber auch, weil ich hatte ja mehrere Ankündigungen für dieses Giveaway, das habe ich dann akzeptiert und habe dann die Leute, die das gemacht haben, auch mit reingenommen. Also wie gesagt, Abo hinterlassen hier, Abo hinterlassen auf Instagram und mit dem eigenen Instagram-Account auf diesem Erklärungsvideo zu dem Giveaway einen Kommentar setzen. Ich habe auch tatsächlich festgestellt, oder einige haben mich angeschrieben, dass immer wieder mal Kommentare verschwunden sind, warum auch immer YouTube die rausgeschmissen hat. Diejenigen, die mich dann aber angeschrieben haben auf Instagram, und das war nämlich auch einer der Gründe, weshalb ich gerne auch diesen Kontakt über Instagram etablieren wollte, die sind trotzdem in die Verlosung reingekommen. Alles in allem haben es tatsächlich, und ich habe da ein bisschen mit mehr gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil die Zugriffe waren deutlich und die waren schon da. Es haben sich tatsächlich 9 korrekt angemeldet und sind damit auch 9 in dem Lostopf. Und das natürlich erhöht bei 3 Gewinnen die Chance zu gewinnen auf 1:3. Und dann ist natürlich das gar nicht so schlecht. Wir haben hier also sämtliche Namen, sämtliche Instagram gewissermaßen Accounts hier auf kleine Zettelchen gedruckt. Und die werden gleich, die sind gut durchmischt worden und die werden gleich einzeln gezogen. Und diejenigen, die gezogen werden, die kontaktieren mich bitte über Instagram. Dafür gibt es 3 Tage Zeit. Und dann werde ich, um das nochmal zu erklären, auf Instagram mit einem Gewinnwort antworten. Und dieses Gewinnwort wird dann bitte von demjenigen, der gewonnen hat, hier unter diesem Video gepostet. Weil dann kann ich davon ausgehen, dass auch das wirklich jetzt die gleiche Person ist und sich niemand irgendwie versucht, einen Gewinn zu erschleichen. Dann können wir über Instagram weiter austauschen. Die Adressen brauche ich ja dann noch, um das Ganze zu verschicken. Und sobald das alles geschehen ist, geht das Ganze hier und jeweils die Gewinne natürlich so schnell wie möglich raus. Ja, ich denke, wir können dann tatsächlich so langsam anfangen. Wir fangen mit dem dritten Preis an. So, ja, also, und zwar ist der dritte Preis einmal dieses KPL Knife Loop. Es kommt ein First Blood Pflaster dazu und 2 von diesen Carpe Diem Münzen. Ja, ihr seht, überall ist das so als kleines Zubehör mit dabei. Das ist komplett, wie gesagt, gestiftet worden und gesponsert worden von der Knife Lounge, von Maxi und ihrem Team. Ja, dann fangen wir mal an für den dritten Preis. Platz und Preis zusammen. Genau, jetzt fange ich mal an zu stottern. Ja, dann würde ich sagen, so, dann damit man auch sieht, dass es aus der Box genommen wird. Okay. Bitteschön, walte deines Amtes. Okay, ich wühle noch mal ein bisschen drin rum. Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt mache ich die Augen zu und gucke weg. Ich kann bestätigen, das wird tatsächlich immer. Ach, ich möchte nochmal an der Stelle sagen, der Rechtsweg ist selbstverständlich ausgeschlossen. Okay, machst du am besten unter der Kamera auf? Oh, okay. Okay, so. Wer hat den dritten Preis gewonnen? Der dritte Preis geht an JM Knives 7207. Herzlichen Glückwunsch! Soll ich den dazulegen? Genau, das ist eine super Idee. Dann geht das nicht durcheinander. Also einmal KPN an JM Knives. Wunderbar. So, kommen wir zum zweiten Preis. Der zweite Preis ist dieser Titanstift. Ein Mini-Titanstift, tolles Teil. Diese Dinger sind gar nicht so billig, ja, muss man dazu sagen. Also wirklich wahr. Bin mal gespannt, wer das gewinnt. So, Glücksfee. Du musst mir Bescheid sagen, falls ich aus Versehen eins aus dem Ding rausschmeiße. Das kann mir nämlich gleich noch passieren. Weil du nicht guckst? Ja. Okay, so. Der zweite Preis, ein bisschen weiter hoch, genauso. Der zweite Preis geht an Buschbär. Das ist der zweite Preis, das ist der Titanstift. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Preis. So, und kommen wir jetzt zum großen Gewinn, zum ersten Preis. Das ist das Civivi Gordo. Ich hatte in einem kleinen Video dieses Messer auch hier auf YouTube vorgestellt. Das heißt, derjenige, der das jetzt gewinnt, darf sich dann dieses Video gerne nochmal anschauen und damit er weiß, worauf er sich freuen kann. Ja, die Spannung steigt. Ich bin auch so ein kleines bisschen nervös, muss ich sagen. Dann schauen wir doch mal, wer dieses Messer gewonnen hat. Das wird sehr schön nochmal durchgemischt, richtig professionell. Naja, man möchte ja fair sein. Auf jeden Fall. Es wird nie irgendwie hier geschummelt. Und das ist Christian Böttcher 82. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Civivis. Herzlichen Glückwunsch! Ja, alle anderen, die jetzt mitgemacht haben, es sind ja im Endeffekt noch 6, die übrig geblieben sind, die jetzt nichts gewonnen haben. Vielen Dank trotzdem für die Teilnahme. Schade, dass das diesmal nicht geklappt hat, aber das ist auch ganz bestimmt nicht das letzte Giveaway, was hier auf dem Kanal folgt. Vielleicht gibt es ja da tatsächlich die Chance, nochmal mitzumachen. Ja, soweit zum Ziehen. Ganz herzlichen Dank an Kind 1, unsere Glücksfee heute. Habe ich sehr gerne gemacht. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die glücklichen Gewinner. Ja, genau. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Sache gewesen. Und ich, wie gesagt, werde jetzt diese drei nochmal unten dann, wenn das hochgeladen wird, nochmal direkt benennen und bitte jetzt sowohl JM Nice, als auch Buschbär, als auch Christian Böttcher, mich per Instagram bitte nochmal anzuschreiben und dann mit dem jeweiligen Wort, was ich dann denjenigen zukommen lasse über Instagram, das dann hier unten zu kommentieren und dann ist das Ganze eben abgeschlossen und dann können wir da die Adressen austauschen und das geht dann auch weiter. Ja, ansonsten verbleiben wir für heute, wünschen allen einen schönen Tag und wie immer, take care, passt auf euch auf und seid vernünftig mit euren Messern. Tschüss! Tschüss!